Moin Freunde, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Ich möchte euch gerne zeigen, wie man in Modern Warfare 2 Slidecans sind, obwohl die Entwickler es eigentlich rausgenommen haben, zumindest die Idee hatten, wie sie es rausnehmen können. Es gibt zwei Varianten und ich möchte euch die einfachste davon zeigen und ihr könnt dann überlegen, ob ihr die Mechanik nutzen wollt oder nicht. Es macht nicht den riesen Unterschied wie zum Beispiel in Warzone aktuell, Caldera, Rebirth, Modern Warfare 19. Es macht aber einen Unterschied, denn Dolphin Dives sind cool, das muss man ganz ehrlich sagen, aber ihr seid wirklich komplett stuck. Das heißt, wenn ihr den Dive gemacht habt, hängt ihr am Boden und kommt erstmal nicht weg. Auf die Variante, die ich euch jetzt zeige, geht es ein bisschen einfacher. Dafür müsst ihr in Einstellungen aber erstmal was ändern. Wenn ihr jetzt gerne das Ganze machen würdet, müsst ihr über Start in die Einstellungen gehen. Die Einstellungen sind hier hinten, das ist ein bisschen anders geordnet, als es früher war. Dann geht ihr auf Controller und das allererste, was ihr hier machen müsst, ist eigentlich relativ einfach. Ihr geht hier runter, geht weiter runter, geht weiter runter und bei Waffenstütze Aktivierung müsst ihr ZV doppelt drücken. Okay? Das hier ist normalerweise, ich glaube, auf ZV Nahkampf. Ihr müsst auf ZV doppelt drücken. Wenn ihr das gemacht habt, geht ihr mit R1 nach rechts. Und jetzt müsst ihr genau zuhören, das ist echt nicht kompliziert. Ihr braucht automatisches Vorwärtslaufen aus. Klettern am Boden aus. Automatisches Luftklettern aus. Diese drei Sachen und automatisches Bodenklettern noch, sorry. Diese vier Sachen müssen aus sein. Wenn ihr das gemacht habt, braucht ihr nichts anderes mehr tun. Das schränkt euch auch beim Spielen nicht ein, kein gar nichts. Und ich zeige euch dann jetzt einfach mal, wie ihr in Modern Warfare 2 Slide cancelt. Und ich mache das hier ohne Cut. Nicht, dass ihr denkt, ich muss da irgendwie noch andere Einstellungen machen. So, wir fliegen rein. Reinfliegen übrigens dickes L. Sonst ist es eigentlich egal, welche Waffe ihr nehmt. Pistole, die hier. Machen wir es mal von hier. Was ihr machen müsst, Leute. Ihr lauft, rutscht, zielt zweimal. Habt ihr es gesehen? Und schon ist das Slide cancel fertig. Jetzt ging das natürlich schnell, ich weiß, ich zeige es euch nochmal und ich erkläre es euch auch in Ruhe. Ich mache es jetzt mal ganz langsam für euch. Ihr sprintet, Taktik-Sprint, dann rutscht ihr, drückt schnell zweimal zielen, also L1 und einmal Kreis und schon seid ihr im Slide-Cancel. Und so kommt ihr über die ganze Karte. Das sieht dann so aus, als wenn er mit der Waffe so runtergehen würde. Ihr seht es, mit der Pistole. So, und natürlich habt ihr hier einen dicken Vorteil, wenn ihr entweder euer Rutschen auf R3 gedrückt habt oder wie bei mir einfach hinten Pedals habt, auf die ihr drücken könnt. Guck mal, selbst obwohl ich gebrannt habe, ist er noch weiter gerutscht. Das ist schon extrem hilfreich. Und wenn ihr so über die Karte rutscht, habt ihr natürlich den Vorteil, dass ihr einfach schneller seid und eure Waffe schneller in der Hand habt. Probiert es aus, Leute. Glaubt mir, das ist eine gute Variante, wie man Slidecanceln trotzdem mit reinfügen kann. Und wie gesagt, mit ein bisschen Übung wird das bei jedem auch auf Dauer funktionieren. Und ihr seht es ja selbst bei mir, ich mache es jetzt schon seit einer halben Stunde und rutsche teilweise trotzdem noch normal, weil ich dann eben eine falsche Taste drücke. Also nochmal ein letztes Mal, da habt ihr es verstanden. Ihr sprintet, rutscht, drückt zweimal zielen und dann springt ihr. So einfach ist das. Und ihr könnt den Slide auch länger ziehen, ihr könnt ihn kürzer ziehen, wie ihr das wollt. Lasst ein Like da, Leute. Ich hoffe, es hat euch geholfen.